So, hallo, der Heimwerker wieder mal. Ja, das ist jetzt hier kein Rotwein, Erwärmer oder was man sich so alles so denkt. Nein, das ist ein Kerzenwachs-Schmelztopf. Meine Version. Also benutzt man den, füllt hier oben den Kerzenwachs ein oder Kerzenreste. Und dann durch über den einen Ausschalter und über den Regler, der sich hier an der Seite befindet, bedient man den dann und heizt den auf, sodass der Wachs schmilzt. Ich brauche keine Heizplatte, keine separate Heizplatte mehr. Ich brauche keine Töpfe mehr dafür, was ich sonst alles immer hatte. Das brauche ich alles nicht und kann hier über den Hahn dann den flüssigen Wachs in die dementsprechende Form füllen. Entweder ist es jetzt so, dass es hier genau drunter passt, und wenn nicht, kann ich das auch hier so über die Kante laufen lassen, dass, wenn es größer ist, dass mir dann das Wachs hineinläuft. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt noch nicht benutzt, und ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich gut funktioniert, dass eine Überhitzung des Wachses nicht möglich ist. Weil wenn der Wachs zu heiß ist, hat man einiges an Probleme, und die geht man dann aus dem Weg. Hier ist ein Löffel. Wenn man jetzt Kerzenreste einfüllt, hat man ja meistens die restlichen Kerzendochte, die sich in den Kerzen befinden, oder irgendwelchen anderen Kram, der an den Kerzen war, Sterne, also weil man mit eingelassen wurde in die Kerze, das kann man dann hier damit mit abschöpfen, oder man kann, wie gesagt, auch umrühren das Ganze damit. Der ist auch mit dabei bei dem Kerzenschmelzgerät und ist normaler Steckeranschluss, also über die normale 240 Volt Steckdose. Bedienungsanleitung kann ich mir wieder mal klemmen. Das ist sind ja ein Blatt, vier Seiten mit einem Schaltplan dazu, wie der schalten ist, was jeder Laie eigentlich nicht braucht. Was will ich damit? Und das Ganze ist dann auf Englisch erhalten, und ja. Ich müsste das jetzt wieder alles übersetzen und tralala und nee, also ja. Der Topf und das Unterteil sind fest miteinander verbunden. Ich kann jetzt hier an den beiden Griffen, das sind Plastikgriffe, die werden nicht heiß, kann man den dann auch umsetzen. Was man jetzt hier so ein bisschen sieht, dass der doch recht wackelig, wenn ich jetzt hier ein bisschen drauf drücke, muss ich halt aufpassen. Wenn er befüllt ist mit Wachs, ist er natürlich standfester und schwerer, ist klar. Aber wie gesagt, ich habe den noch nicht ausprobiert, weil es jetzt eigentlich nicht die Zeit ist, um Kerzenwachs zu machen. Das macht man ja meistens im Winter zu den Weihnachtsfeiertagen, und dann, jetzt haben wir Sommer und es ist ja relativ heiß. Ich werde auf alle Fälle den benutzen und werde dann Nachtrag machen, wenn ich dann wieder mich beim Kerzenschmelzen dann oder beim Kerzenherstellen dann dabei mache, werde ich auf alle Fälle benutzt, und dann mache ich nochmal einen Nachtrag, wie das ist mit dem Hahn, weil meistens ist ja hier bleiben ja hinter der Kugel, die sich hier drin befindet, bis zu dem Topf bleibt der Wachs drinne immer, und der härtet aus. Und mal sehen, was da passiert, ob die Hitze ausreicht, den Hahn dann dazu zu bringen, dass das hier auch auflöst, der Wachs, der da drin ist, dass der Hahn nicht verstopft. Ist ein bisschen schief angebaut hier, der Hahn. Na, also, ja, ob ich den, ja, könnte ich auch selber noch machen. Von innen mit dem Schlüssel bisschen lösen und den dann hier rumdrehen. Aber es geht auch.
Geht auch so. Jetzt ist er gerade. So sieht es schon ganz gut aus. Nee, hat sich schon erledigt. Ist schon erledigt. Das ist nicht besonders fest. Das ist nur verschraubt von innen. Ist eine Mutter dagegen. Also, das ist auch. Man kann, wie gesagt, man kann jetzt auch den Hahn auswechseln, falls er denn mal dicht, undicht wurde. Und wie die Funktionsweise dann ist von dem Gerät, werde ich mir dann auch selber raussuchen. Hier ist jetzt dieser Drehschalter, wo man jetzt die Temperatur einstellt. Jetzt ist er ausgegangen. Und jetzt kann man, wenn man jetzt hier hört man, das Thermostat ist angesprungen und wieder ausgegangen jetzt. Ich habe jetzt auch nicht dran am Netz, aber wie gesagt, das Thermostat ist halt, das schaltet halt ein und dann steht hier von die oberste Skala ist Fahrenheit, die innere Skala ist Grad Celsius, also auch international gemacht. Oder wer mit Fahrenheit arbeitet oder wer mit Grad Celsius arbeitet, kann man die Temperatur einstellen, wird das Gerät auch halten. Also wenn ich jetzt auf 85 Grad stelle, dann wird das Gerät dann wahrscheinlich auch auf die 85 Grad gehen. Das heißt, es heizt dann und geht dann wahrscheinlich in den in Solution oder in Standby, je nachdem über ne? Bedienungsanleitung. Ich muss mir das selber ausprobieren, aber wie gesagt, das wird dann schon gehen. Also ich bin froh darüber, dass es jetzt, dass es sowas gibt, solche Geräte. Diese ganze Geschichte hatte ich über einen normalen Topf und eine Heizplatte gemacht und da bin ich ganz froh drüber, dass es jetzt so eine Geräte gibt. Und aber wie gesagt, es wäre schön gewesen, wenn ich auf Deutsch ein bisschen was hier hätte. Und wenn die wieder mein Standpunkt, wenn ich in Deutschland oder in Europa verkaufe, warum machen sie dann keine internationale Geschichte daraus und machen dann für das Land, wo es hingeschickt wird, auch mal ein Zettel mit drin, der auf Deutsch ist für Leute, die kein Englisch können und sich dann extra noch Hilfe bzw. ein Übersetzungsprogramm laden müssen. Okay, das aber dazu. Er ist gut, er ist soweit, alles in Ordnung, er ist beschichtet. Von innen sollte man dann vorsichtig sein. Hier innen ist auch eine Skala angebracht. Eine Befüllskala und eine maximale Anzeige, also bis wohin der Wachs gefüllt werden kann, ist auch drin. Die Skala ist aber ganz schlecht zu sehen, weil es ist nur geprägt. Es ist nur geprägt und nicht irgendwie gekennzeichnet. Also muss ich versuchen, jetzt hier das so zu halten, dass ich ins Licht sehe und dann sehe ich diesen Maximalstrich. Das ist das Einzige, was hier drin ist. Aber hier ist der Maximalstrich hier oben. Bis dahin sollte eigentlich der Wachs nur gehen und nicht weiter. Das hätte man auch ein bisschen mit anderer Farbe machen können. Ich ziehe mal einen Stern ab. Sind verschiedene Sachen. Der Löffel ist aus Metall und ob das der Metalllöffel sich so gut verträgt mit der Beschichtung, dass wenn man jetzt hier versucht, was rauszumachen, kann es halt doch dazu kommen, dass man, hört man ja, dass es dann und dass man dann doch kratzen muss. Und hier ist auch ein gewisser Grat dran. Es ist nicht verletzt man sich nicht, ne? Aber man kratzt halt mit dem Metalllöffel doch hier drin rum in der Beschichtung. Und ob die das lange mitmacht, ist für mich jetzt dann auch noch fraglich. Also da hätte man jetzt mit einem Kunststofflöffel oder dergleichen mehr
auch angehen können. Kunststoff ist mittlerweile auch so weit, dass der Ofen einiges an Temperaturen aushält. Oder ein Holz oder weiß ich nicht, aber ein Metalllöffel, Metall und Beschichtung, ob die vertragen sich nicht immer und ich kenne es von anderen Geräten, da geht das auch mit Kunststofflöffeln und wäre besser gewesen, hier nicht unbedingt Metall zu benutzen. Also wie gesagt, da ziehe ich jetzt mal, ich muss ja jetzt einen Stern abziehen, das hilft alles nicht. Also tut mir leid, weil wie gesagt, das sind einige Faktoren. Die Maximal Anzeige von dem Topf ist schwer zu sehen. Dann der Metalllöffel, alles in Englisch, das auch in Englisch. Das summa summarum ist das wieder so, dass ich da dann wirklich nur 4 Sterne geben kann. Wie die Arbeitsweise von dem Topf ist, da mache ich dann nochmal einen Nachtrag, wenn ich dann mal im Winter Kerzen schmelze.